Hallo liebe Leute, ich bin euer Silent und begrüße euch recht herzlich zum dieswöchigen Destiny 2 Dämmerungsstrike vom 19.09. In dieser Woche geht es darum, den Exodus-Absturz zu meistern. In diesem Video möchte ich euch einen kleinen Guide geben, wie ihr dies schaffen könnt und welche Herausforderungen es diesmal gibt. Und außerdem soll es euch auch als Gameplay dienen. Ihr könnt mir einfach mal zuschauen, wie wir es hier gemeistert haben. Ich glaube, im zweiten oder dritten Versuch haben wir es dann geschafft. Also, ich habe im Let's Play schon gesagt, dass der Strike-Exodus-Absturz unter den Strikes schon mit Abstand der schwierigste ist. Und ja, jetzt dürfen wir als Dämmerungsstrike drauf spielen. Super, ich habe mich gefreut, als ich es gelesen habe. Wir haben diese Woche drei Modifikationen. Zum einen das Prisma, was wir schon aus Woche 1 und 2 kennen. Angriffe, die dem angezeigten Element entsprechen, verursachen erhöhten Schaden. Anderer Elementarschaden ist reduziert, das Element wechselt. Seit gestern gab es einen Patch, kriegen wir nun unten links in der Ecke dauerhaft angezeigt, welches Element jetzt gerade erhöhten Schaden verursacht. Da muss man sich, ist die Absprache nicht mehr ganz so wild. Ich kann euch nur den Tipp von letzter Woche mitgeben, dass ihr auch diese Woche wieder Spieler mit den jeweiligen Schadensarten ausstattet. Das heißt, Spieler 1 hat eine Solar- und eine Arcus-Waffe, Spieler 2 eine Arcus- und eine leere Waffe und Spieler Nummer 3 eine leere und eine Solarwaffe, sodass wirklich immer zwei Spieler zu jeder Zeit Schaden machen können auf die Gegner und der dritte Spieler dann seine Kinetikwaffe oder je nachdem sein Super benutzt, falls der jetzt gerade auf das Element trifft, was er selber als Waffe nicht ausgestattet hat. Der zweite Modifier dieser Woche, Reibung, ist eine richtig ekelhafte Sache, vor allen Dingen in diesem Strike. Gesundheits- und Schildgeneration sind betroffen. Das Eliminieren von Feinden kann Lichtquellen erschaffen. Mit diesen könnt ihr Gesundheit regenerieren und die Super aufladen. Heißt so viel wie, dass eure Gesundheit und euer Schild nicht mehr regeneriert oder nur noch ganz langsam. Ich bin mir nicht sicher, ob es das gar nicht mehr tut oder ob es einfach nur noch ewig dauert. Gefühlt ist es auf jeden Fall gar nicht. Und ihr müsst Gegner ausschalten, die dann so ein kleines weißes Licht fallen lassen, was dann auf dem Boden liegt. Wenn ihr dort durchlauft und dies aufsammelt, dann regeneriert ihr wieder Gesundheit. Ist besonders beim Endboss eine richtig ekelhafte Sache und das werden wir später dann im Video noch sehen. Einen großen Tipp dazu kann ich euch eigentlich nicht geben. Wir haben diesen Dämmerungsstrike relativ viel getötet an Adds. Einfach weil es sonst nicht möglich war und wir haben im ersten Versuch relativ viel versucht durchzulaufen, aber das war keine sehr gute Idee, denn wir sind sehr schnell gestorben an vielen Stellen und haben dort sehr viel Zeit verloren und ja, das lag daran, dass die Gegner uns einfach weggemacht haben und weil man halt diese Regeneration nicht mehr hatte. Ja, was ich euch als Tipp geben kann, ist die Rifts vom Warlock, die funktionieren noch und auch die Funktion des Warlocks. Ich weiß nicht, ob andere Klassen das auch haben. Ich spiele selber den Warlock, deswegen kann ich nur dafür sprechen, dass dieser Bounce vom Flammen-Warlock, wenn ihr in die Luft springt und dann skillt, dass ihr euch heilt, sobald ihr aus der Luft nach unten landet, dass diese Heilung ebenfalls funktioniert, ist extremst hilfreich für diesen Dämmerungsstrike. Kann ich euch empfehlen und so weitergeben. Kommen wir zum dritten Modifikator. Der ist diese Woche die Zeitschleife-Anomalien. Zerstört Anomalien, um den Timer zu verlängern. Ja, und das ist auch wieder eine Neuerung zu den Zeitmodifikationen der letzten Wochen. In der ersten Woche hatten wir Zeitbonus auf Kills. Jetzt haben in der vorletzten Woche hatten wir Zeitboni durch Portale, durch die wir durchgesprungen sind. Und dieses Mal haben wir Anomalien. Die seht ihr hier hin und wieder im Verlaufe des Spiels. Die sehen so ein bisschen aus wie glänzende blaue kubische Dinger, also Würfel, die blau glänzen, aber mit blauen Gittern. Da reichen ein, zwei Schüsse drauf, werdet ihr hin und wieder hier auch im Gameplay im Hintergrund sehen, dass ich oder einer meiner Teammates darauf schießt. Dafür erhalten wir dann 30 Sekunden Zeitbonus. Unten links in der Ecke wird dann immer angezeigt, wann sich die Dinger in der Nähe befinden. Das ist wohl relativ oft. Wir haben es so gemacht jetzt hier in diesem Run, dass wir mit zwei Spielern durchgelaufen sind und die diese Säulen eingesammelt haben und Gegner beseitigt haben und einer sich darauf konzentriert hat, überall die Anomalien zu zerstören und suchen. Und ja, ich weiß nicht, ob das eine sinnvolle Idee war, aber es hat bei uns jetzt in diesem Fall so geklappt. Und es war der erste Versuch, wo wir es so versucht haben. Die anderen Male sind wir immer zusammengeblieben und so hat es doch recht gut geklappt. Beim Endboss braucht man auch die Zeit, die wir dann hatten. Es war nochmal richtig eng zum Ende hin.
Denn für den Endboss, muss ich ehrlich gesagt gestehen, kann ich euch eigentlich keinen großen Tipp geben, außer spart irgendwie euer Super zusammen und rotzt den Schaden nur so raus, den ihr auf ihn rausrotzen könnt, sobald er angreifbar ist, und versucht ihn so schnell wie möglich wegzunuken. Weil der Endboss-Kampf hier in diesem Strike ist selbst im normalen Modus schon richtig ekelhaft, und jetzt hier bei der Dämmerung, bei dem ganzen Schaden, den ihr reingedrückt bekommt und ohne die Heilung, wird das echt eine richtig ekelhafte Sache. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei bei dem dieswöchigen Dämmerungsstrike. Ich glaube, dass er nicht wirklich geeignet ist für den Rattenkönig. Es gibt zwar auch die Herausforderungen diese Woche für den Dämmerungsstrike, der besagt, mindestens 5 Minuten Restzeit haben. Dann kriegt man noch eine Herausforderung abgeschlossen, wenn man mit weniger als 3 Toten abschließt. Und wenn man 9 Schweber mit Nahkampfangriffen besiegt, bevor man den Endboss besiegt. Wer das machen möchte, kann das gerne tun. Ich würde jetzt nicht dazu raten, den Rattenkönig unbedingt diese Woche zu machen, wenn ihr ihn nicht unbedingt braucht. Ich wette, dass nächste Woche wieder ein leichterer Nightfall kommt. Denn der Dämmerungsstrike von dieser Woche hat es schon ordentlich in sich, wie ich finde. Wie gesagt, ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Guide hier gefallen und im Idealfall auch sogar geholfen hat, und wünsche euch jetzt noch viel Spaß bei dem Rest unseres Versuchs. Wie gesagt, beim Endboss ist es ein bisschen chaotisch. Der Rest ist eigentlich ganz gut gelaufen, finde ich. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar und einen Like da lasst, wenn es euch gefallen hat. Und gerne auch ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt von Destiny 2 und anderen Let's Plays. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Silent. Leere. Bauen und stellen Rift. Ich bin tot. Recht ist down. Solar. Oh, der Linke hat nichts mehr. Killt ihn mal einer. Leere. Wieso kann ich jetzt nicht mehr nachladen? Ah. Scheiße. Links von euch ist einer. Markus. Stellen Rift. Das Rift heilt halt gar nicht. Doch, klar. Also bei mir nicht. Mach bloß schneller Schaden, sie. Diese Schweber haben deine Schaltkreise als Akkuswaffen missbraucht. Aber es sieht trotzdem besser aus wie vorhin. Die Gefallenen sind schlimmer als Kate 6. Ah, scheiße. Oh, er ist schon in Ordnung. Ach, ja? Hey, hör mal. Sein Geist liebt ihn. Müssen halt beim Boss wirklich gucken, dass wir unseren Super und das mit der Powerwaffe gut sein. Yo, man kriegt ja kaum Schaden. Geht halt wieder Anomalien, jetzt nicht mehr.
Mann! Scheißviecher, ey. Ja, ist egal, du wirst normalerweise. Ich fühle, wie sie Teile aus mir herausreißen und Sicherungen schmelzen. Ja. Ich hol die Rechten. Wir haben uns echt einigen von ihnen angenommen. Aber wohl nicht derer, die wir wollen. Wir suchen weiter. Wir untersuchen die neuen Arkuspulse. Alter, dieser scheiß Moskito, ey, der geht einen auf den Sack. Der braucht halt echt nur zwei Hits für dich. Ja, vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie das ist bei den Gegnern, ob die auch auf Arkus dann reagieren. Ja, ist so. Jetzt gerade Arkus aktiv. Mhm. Ich hab jetzt die Pulse aber. Hallo? Ich war ganz krank vor Sorge um euch und eure Sachen. Der Kate 6 ist zurück. So schön, dass ich. Oh, hier ist ein Event, wollen wir mitmachen? Das wär, stell vor, du machst den Rattenkönig hier. Und versteht ja, du musst noch ein Event nebenbei machen. Wow, der hat ja viel Schaden genommen. Das ist schon leere wieder aktiv. Nice. Links kommt ein Schweber. Ich nehme ihn mal. Alter, ey, das ist so abartig. Immer noch Arkus. Nice, er ist tot. Captain, brennt etwas? Jo, das sieht doch gut aus. Ich habe das Gefühl, dass etwas brennt. Ja, aber er war eben, hatte auch noch sehr viel Leben, ne? Ja, die Hälfte. Wir haben jetzt 4 Minuten mehr. Stromausfall, man sieht schon was. Wir haben alles mitgenommen, oder? Gucken, dass wir hier alles einsammeln. Ja. Oben rechts ist eins. Nein, du kannst das machen. Leute, bitte. Leere. Wir versuchen uns den Gang aufzumachen. Arkus. Hinter uns sind halt ganz viele. Da leuchtet es überall so blau. Ich denke mal, dass das alles Dinger sind. Wenn wir jetzt gehen, dann weiß ich nicht, ob das gut ist. Doch, mach. 10 Minuten, also normal. Wenn wir es nicht komplett failen, dann mein Super ist auch gleich ready.
ausdecken. Ich meine weniger, oder? Nicht sogar nur 5. Wir müssen halt echt gucken, dass wir super gut sein. Das ist echt das A und O. Ja. Wie gesagt, nach Arcus kommt. Was kam nach Arcus? Globus Solar. Dann hast Lehrer du das Arcus gehört? Solar. Nach Arcus kommt Solar. Ja. Kommt halt einfach und gibt einem einfach instant. Du hast, kannst halt nichts machen. Gut, ey. Sag mal an, wann Leere ist. Jetzt als nächstes ist Leere. Ich stell mal so einen Riff in der Mitte. So ein stärkendes, habe ich eben gemerkt, dummerweise. Ich sehe gar nichts. Ich sehe nur Feinde. Leere. Ja, aber wo ist der Boss? Ja, der kommt gleich. Warte, warte mit deinem Zufall, nicht aktivieren. Zu lange leer. Ja, da ist er. Der steht unten, der steht unten. Ich bin down. Instant. Arcus. Ah, das wird. Oh Mann, das war so close, ey. Aber der hat schon ein Drittel weg, ne? Ein Drittel? Ja, ungefähr. Ich bin noch dreimal mit Power. Ich hab Arcus. Bin gerade noch dreimal ordentlich erwischt. So, Solar. Ich hätte einen Super. Ja, wenn der Boss da wäre, dann kipp ihn. Also aber nicht. Wo ist der denn, Alter? Das nervt. Leere. Hier ist er wieder, er ist in der Mitte. Wieso haut er mich um? So ein Spasti. Versuch dich zu holen. Der ist einfach um mich drauf getreten. Wir müssen den Servitor killen. Leere. So. Boah. Arcus. Versuch mich zu beleben, ich habe eine Powerwaffe mit Arcus. Mach ich. Ich glaube, ich habe einen Hit, habe ich noch gegeben. Wie viel hatte er noch? Ich kassiere halt so krass. Ich kassiere halt so krass. Er ist in der Mitte. Ey, da ist man unsichtbar und er sieht einen trotzdem. Was war denn jetzt für ein Schaden? Akkus oder was? Immer noch? Geil, hab ich wieder meinen Super verpasst. Leere. Jetzt ist Leere. Hälfte hat er. Alter, wie aggressiv! Du hast halt keine Chance. Das ist lächerlich einfach nur. Du spawnst und bist schon rot. Alter, woher kommt denn der scheiß Schaden, Mann? Kann mir das mal einer erzählen? Was ist hier? Ja, und 20.000 andere Mobs. Ich bin wieder tot. Ich habe nur noch 2 Hits gesetzt. Er hat noch ein Drittel. Also zeitlich sind wir noch einigermaßen im Rahmen. Wir müssen aber irgendwie die Ads loswerden. Das ist, wird langsam zu krass. Muss halt jemand sein Super zu. Ja, ich bin halt ständig tot, wenn Solar aktiv ist.
Jetzt ist Solar. Wollen wir uns gleichzeitig beleben? Okay. Oh mein Gott, ich komme hier nicht weg. Ja, wegen dem Boden, weil da so. Normalerweise müssen wir in der Mitte bleiben. Diese Hitlons. Wo ist der Affe denn? So, jetzt leben wir auf jeden Fall alle drei wieder. Lass uns, so Arcus ist aktiv. Lass uns nochmal irgendwo sammeln. Wie gesagt, wir müssen in die Mitte, weil wir uns da außen nicht bewegen können. Ja, es ist nicht überall außen. Arcus ist gerade. Solar. Ist er denn? Ja. Hier, hast du ihn? In der Mitte. Den halt nicht. Ja, komm schon. Ja, aber es war gut, der Schaden gerade. Da. Oh nein, das ist nicht. Hinter dir. Er ist hier in der Mitte. Leere. Stellenriff. Ah, ich sehe nicht. Er ist, glaube ich, im Moment nicht da. Der verschwindet manchmal ganz komplett. Oh, nee. Schicken wir das mal dran. Denn jetzt hier? Ist er wieder da? Ah, er ist in der Mitte. Oder? Ist er das? Ja. Nee, das ist frei. Doch, ist er. Arcus? Wo ist er? Wo ist er hin? Hier in der Mitte noch. Ah, fuck. Weggekehrt. Er hat kaum noch was. 90 Sekunden noch, Leute. Ein Super und er wäre weg. Wo ist der denn? Der ist außen, ja. Ich belebe dich wieder. Er ist in der Mitte. Solar. Scheiße, umgefallen. Ich hab ihn fast. Ja, ich hab ihn. Ja, nice. Ja. Oh, jawohl. Sehr schön. So. Oh, was für ein Krebs, ey. Wir haben dein Engineering-Deck geräumt. Unglaublich, Alter. Gute Arbeit, Leute. Okay. Zavala mobilisiert andere Teams, um das Schiff hinter dir zu sichern. Alter, wie viele Gramme hier rumliegen. Vielleicht kann mir ja Hawthorne einen Gefallen tun. Was für ein Cancer. Shot.